US-Rockstar Jon Bon Jovi engagiert sich im Kampf gegen Armut und Hunger in seinem Heimatstaat New Jersey. Gemeinsam mit seiner Frau Dorothea eröffnet der Star ein Zentrum in Toms River. Die Stadt wurde im Jahr 2012 durch den Hurricane Sandy stark beschädigt. Zu seinem Beat Center gehören ein Restaurant, eine Tafel zur Speisung Bedürftiger und eine Kochschule. Außerdem wird hier Beratung in Steuer- und Gesundheitsfragen angeboten. Der Rockmusiker, der mit seiner gleichnamigen Band rund 130 Millionen Alben verkauft hat, will hier vor allem verschiedene Menschen zusammenbringen. Wenn in einer Nation wie den Vereinigten Staaten 15% der Kinder abends hungrig ins Bett gehen, dann müssen dafür keine Wissenschaftler eine Lösung finden. Wir brauchen nur Leute mit Leidenschaft. Und man braucht Schweiß, etwas Geld und kreatives Denken. Jeder zahlt so viel er kann. Darauf basiert das Prinzip des Restaurants. Gäste können entweder Geld spenden oder freiwillig aushelfen.